Herzlich willkommen an die Zuhörer und Zuhörerinnen zu unserer Lesung im Advent. Wir freuen uns, dass Sie auch diesmal zugeschaltet haben. Das ist für uns auch ein Jubiläum. Wir haben jetzt ein Jahr Video-Online-Lesung. Wir haben von einem guten Jahr am 20. Dezember mit Frau Dr. Katharina Kriegel-Schmidt begonnen und haben heute also eine Jubiläumslesung. Im Hintergrund können Sie jetzt nicht sehen, wieder mit dabei meine Frau Stepanka-Böhm. Sie wird sich um die Technik kümmern. Wenn Sie also Fragen haben, können Sie gerne über den Chat auch Fragen an Sie richten. Wir hoffen, Sie können Sie alle, dass Sie uns alle verstehen können. Ansonsten nutzen Sie bitte den Chat oder unten die technischen Hinweise. Sie können auch sonst, wenn Sie inhaltliche Fragen haben, auch diesmal gerne wieder das Chatfenster nutzen. Ich würde darauf achten, die Fragen sammeln, sortieren und dann an Herrn Heim weiterreichen. Und ganz am Ende haben wir auch wieder eine kleine Leseprobe für Sie zur Verfügung gestellt, zum Download und noch ein paar begleitende Unterlagen, die Sie gern nutzen dürfen. Ja, zum heutigen Buch und Anlass. Wir freuen uns, dass wir heute ein ganz besonderes Buch vorstellen dürfen. Ich denke, es ist schon bei Erscheinen ein Klassiker aus den USA, dort auch schon ein Klassiker, Konflikte fordern uns heraus, von Jack Hinstein und Gary Friedman. Seien Sie gespannt, mehr zu den Wurzeln der Mediation in Deutschland zu erfahren und auch etwas von den Wegbereitern der Mediation in Deutschland zu erfahren. Und begrüßen Sie mit mir gemeinsam den Lektor des Verlages, des Wolfgang Metzner Verlages, Herrn Jürgen Heim. Herr Heim ist selber Mediator, erfahrener Mediator und hat das Buch von Anfang an mit begleitet, die Entstehung des Buches. An der Stelle gleich mal die Frage an Sie, Herr Heim. Wie kam denn die Verbindung zu Jack Himmelstein und Gary Friedman zustande? Auch von meiner Seite, guten Abend Herr Böb, guten Abend in die Runde. Die ersten Wurzeln wurden tatsächlich bei Ihnen geknüpft, beziehungsweise die ersten Verbindungen. Das war ganz interessant. Letztes Jahr gab es bei Ihnen eine interessante Veranstaltung zum Thema Lernen von den Besten, glaube ich, ist es. Habe ich den Titel richtig in Erinnerung? Da war Jack Himmelstein angesagt. Und nachdem ich ja von den beiden gehört hatte, Jack Himmelstein und Gary Friedman sind ja in der Mediationsszene schon fast legendär als Mitbegründer, als Pioniere, dachte ich mir, ich höre mir Jack Himmelstein mal an einem Abend an. Ich bin nach Leipzig gefahren, habe seinen Vortrag gehört, seinen Einführungsvortrag, und war von ihm derart begeistert, von auch diesem Charisma, dass ich dann, konnte auch am Abend mit ihm dann noch länger sprechen, dass ich verlängert habe, ganz spontan. Habe also dieses ganze Intensivseminar, in diesem ganzen Intensivteam-Seminar teilgenommen. Und da kam es auch zu diesen ersten Verbindungen. Es gibt ein Buch, da sind schon mehrere Verlage dran, ein amerikanisches, von Ihnen gesammelte Lebenserfahrungen, und das würde gerne ins Deutsche übersetzt werden. Ein paar Wochen später habe ich sie nochmal getroffen, in dem Fall beide, bei der Jahresversammlung der Schweizer Mediatoren des Dachverbandes, und da gab es wieder lange Gespräche. Ja, und so kam letztendlich, Gott sei Dank, ich hatte das große Glück, sozusagen die beiden davon zu überzeugen, dass sie in unserem Verlag gut aufgehoben sind, dass wir uns intensiv um sie kümmern, insbesondere auch mit ihren Mitarbeiterinnen, muss ich sagen, insbesondere Conny Leibinger, das ist ja so ein bisschen die rechte Hand der beiden, die seit vielen Jahren übersetzt. Und so kam das zustande. Das war ein großartiges Erlebnis, muss ich sagen. Ja, nun gab es das Buch ja im Amerikanischen schon, aber ich denke, das war nicht nur so eine 1:1 Übersetzung, sondern, wie Sie mir berichtet haben im Vorfeld, war das ein richtig großes Projekt und keine leichte Aufgabe, das dann auch so ins Deutsche zu bringen, dass auch der Geist des Buches rüberkommt. Was war denn da so die größte Herausforderung? Das war in der Tat so. Das Übersetzen eines Buches aus dem Englischen, aus dem Amerikanischen, das ist mal so eine Sache. Aber die Wörter oder die Sätze dann auch in die richtige Reihenfolge zu bringen, die richtigen Wörter vor allem zu treffen, das war wirklich eine große Herausforderung. Ich mache es mal an einem einfachen Beispiel. Das Wort Understanding, ja, das kann ja im Englischen ein Wort, das kann im Deutschen mehrere Bedeutungen haben. Es kann sein, dass damit Jack und Gary meinen Understanding, das Verstehen, kann aber auch das Verständnis bedeuten. Ich kann etwas verstehen,
kann aber auch etwas für etwas Verständnis haben, ohne dass ich es verstehe. Ja? Und hier das richtige Wort zum richtigen Zeitpunkt zu bringen, das war also wirklich eine große Herausforderung. Das konnte man nur schaffen. Ich war auch während des Buches, nachdem wir die Übersetzung hatten, einmal 2 Tage in Heidelberg. Jack hatte dort ein Seminar bei Les Ripke, habe mit ihm die Begriffe nochmal durchgearbeitet. Ich war auch am Wochenende in München. Wir haben ja stundenlang telefoniert, Conny Leibinger und ich. Wir haben das also nochmal Wort für Wort oft durchgeprüft, ob tatsächlich auch so der Spirit oder diese Wortbedeutung aus dem Amerikanischen richtig übersetzt worden ist. Das ist eine wirklich große Aufgabe. Ich blende mal gerade ein. Hier sehen wir die beiden, Jack Himmelstein zu linken und Gary Friedman zu rechten. Vielleicht können Sie uns auch noch ein paar Worte zu den Autoren sagen. Wir haben ja auch Videoclips vorbereitet mit dem Ehepaar Mähler. Da können Sie sicherlich auch noch ein paar Worte dazu sagen, wie es dazu kam. Und dann können wir vielleicht kurz mal mit einblenden in so einen Videoclip. Gerne. Also Jack Himmelstein und Gary Friedman sind beide amerikanische Anwälte. Jack von der Ostküste, Gary von der Westküste. Die hatten sich bereits in den 70er Jahren getroffen, beide getragen von dem Gedanken, nicht nur im Rahmen der Gesetze, der Prozesse ihre Mandanten zu vertreten, sondern auch alternative Angebote zu entwickeln. Sie hatten in der Folgezeit die Mediationsbewegung in den USA wirklich prägend beeinflusst. Sie hatten viele Jahre an bedeutenden Universitäten in Harvard und in New York gelehrt und ein eigenes Institut gegründet und kamen so wirklich vom Grundgedanken her der Mediation, das ist ja ein Prozess, der sich über viele Jahre auch immer wieder neu entwickelt, neu erfindet, einen großartigen Ansatz gefunden. Und in diesem Buch ist tatsächlich, das ist so eine Sammlung, das ist wirklich eine Schatzkiste, das ist die Erfahrung ihrer mehr als 30-jährigen Kenntnisse, ihrer umfangreichen Erlebnisse, das haben sie jetzt hier in diesem Buch gesammelt. Wir haben ja eine kurze Einführung von Frau Dr. Mähler, die würde ich jetzt gerne vorspielen. Herr Heim, vielleicht sagen Sie auch noch mal 2 Worte dazu, wie es zu dieser Einführung kam. Es haben ja einige mitgewirkt an diesem Buch, nicht nur das Ehepaar Mähler, auch weitere. Also, die Ehepaar Mähler, Frau Dr. Mähler und Herr Dr. Mähler aus München, beides auch erfahrene Anwälte, hatten in den 80er Jahren genau dasselbe Erlebnis. Sie wollten auch andere Lösungswege, außergerichtliche Lösungswege suchen und haben in dem Kontext auf ihrer Reise durch Amerika Jack getroffen und Gary. Und sie waren damals auch die ersten in den 80er Jahren, die im deutschsprachigen Raum ein Seminar mit ihnen veranstalten konnten. Also es ist schon seit vielen Jahren eine sehr intensive Beziehung, genauso wie mit Liz Ripke in Heidelberg. Und beide, das heißt das Ehepaar Mähler, das ja zu den Pionieren auch der deutschen Mediationsszene gehört, beide haben von früh auf mit Jack und Gary intensiv gearbeitet. Das tun sie noch und die Mediationsbewegung auch hier führend in Deutschland und man kann eigentlich sagen auch in Österreich und in der Schweiz mitgetragen. Und deswegen kommt es auch zu diesem Interview. Ich hatte die beiden letzte Woche oder vor 2 Wochen in München besucht anlässlich des ersten Bayerischen Mediationstages und Sie haben ja auch mit Liz Ripke ein Vorwort in dem Buch geschrieben. Aber nun zu Frau Dr. Mähler. Wir gucken uns mal den kleine Einführung an. Vielleicht müssten Sie zu Hause gegebenenfalls den Ton etwas lauter schalten, aber wir hoffen, Sie können alles gut verstehen. Wir haben das auch ausführlich getestet. Einige Worte zu diesem Buch, was jetzt auf dem deutschen Markt ist, dankenswerterweise vom Metzner Verlag ja verlegt. Und wir sind sehr froh, dass die Weisheit dieser Arbeiten, die sich daraus ergeben, jetzt den Deutschen in deutscher Sprache zugänglich werden kann. Ich würde gerne etwas vorlesen aus dem Vorwort, das wir für das Buch schreiben durften, was für mich
Kernbedeutung hat, nämlich die Art und Weise, wie die Autoren auf die Konflikte zugehen, statt von den Konflikten weggehen, wie es so oft passiert im täglichen Leben und auch in der Welt, was ja auch verständlich ist, aber genau dieser Mut, auf den Konflikt zuzugehen und mit ihm dann umzugehen, der hat sich von Anfang an in unseren Begegnungen gezeigt. Schon in dem Jahre 1989 bei der ersten Begegnung war der Kontakt so, dass wir jetzt verstehen können, auch im Nachhinein, Konflikte fordern uns heraus, um durch aufrichtiges Verstehen unter Einbezug der jeweiligen Gefühlswelten, Gefühlswelten eine Begegnung zwischen unterschiedlichen Ausgangspunkten und Sichtweisen zu ermöglichen. Mit gegenseitigem Respekt kann dadurch im Kontakt eine neue Ebene erreicht werden und auf dieser Grundlage eine neue Verständigung. Das klingt jetzt sehr abstrakt, war in den ersten Begegnungen mit Gary und Jack sehr konkret. Wir haben einander kennengelernt, aus unterschiedlichen Welten kommend, und haben eine neue gemeinsame Zukunft begonnen, die jetzt in dieser Weise auch nochmal in Form des Buches in Deutschland Platz nimmt. Ja, ich schalte dann gleich mal um, aber vielleicht, Sie hatten ja schon erwähnt, wie es zu dem Kontakt kam mit Jack Himmelstein und Gary Friedman. Vielleicht würde ich das auch noch mal kurz einblenden, bevor wir dann wieder umschalten. Ja. Wie so die Mediation über den großen Teich schwappte. Und dazu Herr Dr. Mehler. Wir haben Mediation Ende der 80er Jahre entdeckt und haben uns dann aufgemacht, um Amerika zu bereisen. Wir haben seinerzeit etwa 30 bekannte, durch die Literatur bekannte Mediatoren besucht und aufgesucht. Letztendlich haben wir Gary Friedman und Jack Himmelstein, übrigens auch John Haynes, dabei, wenn Sie so wollen, herausgefiltert, um sie nach uns in den deutschsprachigen Raum als Lehrer einzuladen, im Bewusstsein, dass dieser Boden jungfräulich beackert wird und es ganz entscheidend ist, auch wer den Spirit der Mediation zu uns bringen kann. Wir waren sehr beeindruckt von Anfang an von Gary Friedman und Jack Himmelstein, weil sie ihren Spirit der Mediation, den Mediation through Verstanding, auch wirklich lebten und wo Theorie und Praxis voll übereinstimmen. Wunderbar. Jetzt mal hier um, Herr Heim, ich würde Sie bitten, dass Sie jetzt einfach Ihre Kamera auch wieder einschalten. Wunderbar, ja, wir haben jetzt zwei kleine Einblendungen gesehen von Frau Dr. Mehler und Herrn Dr. Mehler, wie der Kontakt zu Himmelstein und Friedman zustande kam und wie sich das so im Weiteren hier entwickelt hat. Ich weiß nicht, ob Sie noch was dazu sagen wollen, Herr Heim, wie Sie das so erlebt haben. Ja, das war am Anfang tatsächlich auch sehr innovativ, denn in Deutschland gab es ja zu diesem Zeitpunkt, das wird vermutlich auch in den USA so gewesen sein, nur die traditionelle Rechtspflege. Das heißt, das ist ja genau der Unterschied, dass der Richter bzw. die Anwälte sich sozusagen um die Interessen und Belange ihrer Medianten, ihrer Mandanten kümmern. Und wie mir das Ehepaar Mähler erzählt hat, war das am Anfang doch ein ziemlich langer Prozess, bis sie sozusagen alle Interessenten, insbesondere auch im Bereich der Anwaltschaft, das ist ja heute auch immer noch so, und im Bereich der Richter, von den Vorteilen tatsächlich der Mediation überzeugen konnten. Eine richtige Pionierleistung kann man sich heute fast nicht mehr vorstellen, wo ja die Mediation doch, wenn schon nicht in aller Munde, aber in vieler Munde ist. Und wir haben auch einen kleinen Videoclip nochmal von Frau Mehler, wo sie sich auch nochmal bedankt bei Himmelstein und Friedman, den ich gerne einblenden würde. Ende.
Und der jetzt. An dieser Stelle möchte ich auch ausdrücklich Gary Friedman und Jack Himmelstein danken dafür, dass sie damals nach Deutschland gekommen sind, dass sie viele Hürden genommen haben, um hier unser Land zu kultivieren in diesem Sinne, uns diese ihre Methode, die in ganz besonderer Weise eine Haltung auch zugrunde liegen hat, ihren Spirit gebracht haben, den sie leben und mit dem sie uns angesteckt haben und mit dem wir weitergehend hier eine gewisse Verbreitung beobachten können. Der Spirit, die Haltung, die Einstellung, der Respekt, die Menschlichkeit, die Verbundenheit aller unserer Grundbedürfnisse untereinander, dass wir gar nicht so verschieden sind, das alles haben wir von ihnen gelernt. Und die Neugier auf die Unterschiede haben wir auch von ihnen gelernt. Und es ist mittlerweile für mich kein schwieriger Satz mehr, wenn ich an Gary Friedmans Satz wieder denke für Mediatoren: There is no safe place. Das ist zwar richtig, aber über diese Neugier und diese Offenheit nur kommen wir zu dem, was Menschen wirklich meinen, was ihnen wichtig ist, was ihre Anliegen sind. Und dafür haben wir eine Menge gelernt von unseren beiden Lehrern Jack Himmelstein und Gary Friedman. Nochmals. Ja. Nachdem wir jetzt die Autoren etwas kennenlernen durften. Wir haben nachher auch noch zwei Einblendungen von Himmelstein und Friedman vorbereitet und werden uns ja noch etwas auch mit ihrer Profession befassen. Vielleicht noch mal ein paar Worte zum Buch, Herr Heim. Zunächst mal, an wen richtet sich denn das Buch? Mehr an den fortgeschrittenen Leser, an den Einsteiger? Wer wäre die Zielgruppe aus Ihrer Sicht oder wer ist die Zielgruppe aus Ihrer Sicht? Das Buch richtet sich nach meiner Überzeugung sowohl natürlich an die erfahrenen Konfliktexperten, aber auch und insbesondere gerade an die Anfänger der Mediation, also an alle, die sich mit der Mediation schon etwas befasst haben. Die große Stärke des Buchs liegt meines Erachtens auch in diesen vielen Beispielen. Ja, es ist also nicht eine theoretische Abhandlung über diesen verstehensbasierten Ansatz, ich komme gleich nochmal dazu und erzähle noch ein bisschen was, sondern das ist wirklich ein Thema der Haltung, auch ein Thema natürlich des Respekts, dann auch der Eigenverantwortung, über die Prinzipien hören wir gleich noch etwas und das Ganze wird in vielen Beispielen dargestellt und vor allem, und ich glaube, das ist das Entscheidende, in vielen Dialogen. Und in diesen Dialogen kann jeder selbst, ob er jetzt Anfänger, ob er Fortgeschrittener ist, einmal so nachvollziehen und vielleicht auch üben. Wie reagiert der Mediator, wie reagiere ich als Mediator oder Mediatorin auf verschiedene, ja, wie kann man sagen, Konstellationen, ja, auf Medianten, ja, aus den unterschiedlichsten Situationen. Und ich glaube, das ist der große wirklich das große Plus des Buches, aus so einer 30-jährigen Erfahrung wirklich Jack und Gary über die Schulter schauen zu können und mal zu erleben, wie, mit welcher Selbstverständlichkeit scheinbar sie in bestimmte Situationen einsteigen und tatsächlich die Ressourcen ihrer Medianten, das ist ja so ihr Fokus, ihrer Medianten freilegen. Jetzt hat mal eine Frage vielleicht, ich denke, sie passt hier ganz gut, von Frau Buschendorf-Schaar. Sie hat mir auch schon ein bisschen was jetzt auch gesagt zu dem Spirit, Haltung, Respekt, Menschlichkeit, den Frau Dr. Wähler angesprochen hat. Weiß nicht, ob Sie, wie haben Sie da selber auch jetzt als Mensch Himmelstein erlebt? Also ich war tief beeindruckt, muss ich wirklich sagen. Ich kann es nur jedem empfehlen, der die Chance hat, die beiden oder einen von ihnen zu erleben. Sie leben tatsächlich auch das, wovon sie schreiben oder worüber sie schreiben. Nach ihrer Annahme, Grundannahme, ist ja jeder Beteiligte eines Konflikts der beste Experte. Wir neigen oft dazu, als, sage ich mal, Konflikt,
Experten, jetzt als Anwälte, als Psychologen, egal in welcher beratenden Funktion, wenn wir Medianten hören, wenn wir die Konflikte der Medianten hören, haben wir natürlich im Hinterkopf sofort die passenden Lösungen. Ja, das ist oft so, man bewegt sich ja in diesem Terrain. Und Jack und Gary weisen immer wieder darauf hin, es ist ganz wichtig, ja, auf die Medianten einzugehen. Es geht nicht darum, um ein oberflächliches Erkennen. Ja. Es geht nicht um das, was ist die Ursache des Konflikts, sondern es geht auch sehr viel mehr um das Warum. Warum vertreten Medianten bestimmte Meinungen? Warum haben sie bestimmte Anschauungen? Warum kam es zu diesem Konflikt? Und dieses Tiefergehen in die Konfliktgründe, dieses wirkliche Einsteigen, das passiert bei den beiden mit einer unglaublichen Haltung, mit einem unglaublichen Respekt, mit einer tief empfundenen Menschlichkeit, auch einer Öffnung für die Medianten. Und das ist, glaube ich, eines so ihrer großen Geheimnisse. Das ist, würde ich mal sagen, die Haltung dieser beiden wunderbaren Konfliktexperten. Wir kommen ja nachher auch nochmal kurz darauf zu sprechen, aber vielleicht mal einen kleinen Blick ins Inhaltsverzeichnis, damit die Leserinnen und Leser einfach einen Eindruck bekommen. Wir haben das mal hier vorbereitet, wir blenden nachher gleich wieder zurück, wie das Buch aufgebaut ist. Vielleicht in wenigen Worten, das ist ein relativ umfangreiches Inhaltsverzeichnis, aber mal so die Schwerpunkte, Herr Heim, wenn Sie uns dazu noch was sagen können. Genau. Sie sehen auf der linken Seite die Vorworte, insbesondere von Gisela und Hans-Georg Mähler und von Liz Ripke, dann auch noch von einem berühmten amerikanischen Professor. Dann sind wir schon in der Einführung. Das ist sozusagen, das sind die Basics. Ja? Das sind die Prinzipien noch einmal dargelegt von Jack und Gary. Da gibt es noch einmal so bestimmte Ansatzpunkte, wie zum Beispiel die Rolle des Rechts. Und dann geht schon los. Es folgen 10 Fälle, immer einheitlich aufgebaut. Es gibt Fallkonstellationen, die geschildert werden, tatsächlich erlebte Fälle. Es gibt bestimmte Kommentare dazu. Wie kommentieren Jack und Gary jetzt Schwierigkeiten? Und sie zeigen auch, wie sie mit ihrem Dialog, mit ihrer Moderation die einzelnen Fälle bearbeitet haben. Am Schluss noch ein paar Merksätze, die wir immer eingefügt haben, und so zieht sich das wie ein roter Faden durch. Ja, ich habe jetzt mal die nächste Seite aufgeschlagen und noch am Ende die letzte Seite. Sie haben auch die Möglichkeit, nachher eine Leseprobe runterzuladen. Können Sie auch nochmal im Detail gerne das Inhaltsverzeichnis schauen. Gut, dann klicke ich nochmal wieder zurück, Herr Heim. Sie können sich wieder einblenden. Also ich blende mich. Ich war hier gerade eins zu weit schon. Jetzt bin ich wieder da. Ja, wir hätten jetzt so an der Stelle, jetzt haben wir schon einmal über die Haltung, über die Personen gesprochen. Vielleicht gehe ich jetzt nochmal einen Schritt zurück, Herr Heim. Ein Schwerpunkt des Buches bilden ja auch die 4 Grundprinzipien, die Himmelstein und Friedman beschreibt in dem Buch. Und wir haben ja auch nochmal eine Einblendung vom Herrn Dr. Mähler, wo er diese Grundprinzipien der Mediation nochmal mit aufgreift. Ich weiß nicht, ob Sie noch ein einführendes Wort haben. Und blende ich nachher gleich über. Ganz kurz nur, ja, Jack und Gary gehen ja davon aus, nach ihren eigenen Beobachtungen, das kann auch jeder selbst mitempfinden, der schon mal in einem Konflikt gesteckt ist, dass Konflikte eine unglaubliche Macht entwickeln. Ja. Die Konflikte halten einen tatsächlich gefangen. Und in dieser Abwärtsspirale können dann zwischen den Konfliktparteien natürlich kann es zu unglaublichen Eskalationen kommen. Und Ihr Weg, den Sie hier in diesem Buch aufzeigen, mit Ihren Prinzipien, zeigt exemplarisch auf, wie schaffe ich es, aus dieser Umklammerung mich zu befreien. Aber nicht, indem der Mediator jetzt sozusagen federführend, ähnlich wie ein Richter, Lösungen vorgibt oder vielleicht Lösungen unterschwellig anbietet, sondern Ihr Credo lautet ganz klar, die Medianten sind die besten Experten für ihre Lösungen und der Mediator kann ihnen helfen, eben mit diesem Respekt und unter Beachtung der Prinzipien, die jetzt folgen, Herr Dr. Mähler wird darüber noch was sagen, da können Sie wunderbare Lösungen entwickeln, nachhaltig. Das ist dieser Begriff des Verstehens. Die Medianten
verstehen und dadurch eine Verständigung zu erreichen. Wunderbar. Mein Vorschlag, wir schauen einfach mal rein in den Clip mit Herrn Dr. Mehler. Vielleicht machen in der Zeit doch auch wir das Mikrofon zu, weil manchmal überblendet, also es überblendet nicht, aber man hört dann doch die Hintergrundgeräusche. Während das Video, das ist jetzt etwas länger, knapp 4 Minuten. Blende ich. So. Das ist der Kernbestandteil der Mediation durch Gary Friedman und Jay Kimmelstein. Sie waren Geburtshelfer der Methode der Mediation, nachdem sie eine lange, lange Zeit bestehende Methode in den 70er Jahren in den USA wiederentdeckt wurde und lernfähig durchdekliniert wurde. Der Kern dieser Art und Weise der Mediation, der lässt sich in vier zentralen Prinzipien zusammenfassen, die miteinander verbunden sind, und ich lese sie aus dem Buch vor. Erstens, gegenseitiges Verstehen. Die Kraft dieses Verstehens ist mächtiger als jede Form von Druck oder Überredung. Mit ihr kann der Mediator die Medianten auf dem Weg zu ihrer Konfliktlösung erfolgreich begleiten. Zweitens, Eigenverantwortung. Die Verantwortung für die Konfliktbeilegung liegt allein bei den Medianten. Drittens, Zusammenarbeit. Der Mediator unterstützt den Medianten bei ihrer Zusammenarbeit, damit sie ihre eigenen Entscheidungen gemeinsam und einverständlich treffen können. Und viertens, Wahrnehmung tieferer Konfliktgründe. Passende Lösungsoptionen werden sichtbarer, wenn der Konflikt in seiner ganzen, gesamten Dimension bewusst wahrgenommen wird. Wenn ich ein paar Worte nur dazu noch sagen kann. Wir sind eingeübt, Konflikte zu lösen, indem wir danach schauen, was richtig und was falsch ist. Das ist in vielerlei Hinsicht auch sehr fruchtbar, weil 1 und 1 nun mal 2 ist. Wenn ich aber das auf Konfliktlösung übertrage, dann bedeutet das, ich liege richtig, ich werde dich überzeugen, dass meins das eigentlich Richtige ist. Wenn du mir nicht glaubst, dann nehme ich das Recht zur Hilfe, und wenn mir das Recht nicht zur Verfügung steht, dann drohe ich, oder wenn mir das zur Verfügung steht, dann wende ich möglicherweise auch Gewalt an. Und von dieser Art und Weise, wie wir mit Konflikten umgehen, weicht diese Form der Mediation zentral ab. Es geht darum, den Druck aus dieser Begegnung der Konfliktbearbeitung herauszunehmen und nicht zu überreden, sondern, das sagt dieses erste Prinzip, auf der Verstehensbasis, auf der gegenseitigen Verstehensbasis zu einer Verständigung zu kommen. Und lassen Sie mich zu dem letzten Punkt noch eines sagen. Von Einstein stammt der Satz, ein Problem lässt sich in der Regel nicht auf der Ebene lösen, auf der es angesiedelt ist. Dann, wenn man die tieferen Konfliktmotive von den Konfliktpartnern erfährt, und dies erfährt, weil man sie wirklich versteht, erst dann wird der Konflikt auch wirklich zu einer nachhaltigen Lösung führen. Das ursprüngliche Thema des Konfliktes ist häufig auf der Problemebene, auf der sachlichen Ebene angesiedelt. Die Probleme und die Fakten, die Sachbezüge lassen sich häufig erst lösen, wenn auch die Beziehungsebene mit eingeschlossen ist.
Ja, bis hierher, rein. Können sich jetzt wieder einwählen. Ich komme langsam wieder hinzu. Jawohl, es hat geklappt. Wunderbar, 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 wunderbar natürlich. Ich habe hier eine kleine Sequenz, die wir hier gezeigt haben, zu den Grundprinzipien. Zieht sich auch wie ein roter Faden durch das Buch. Und Sie haben ja vorhin auch schon was gesagt zu dem Spirit, zu der Haltung, zu dem Rollenverständnis auch von Himmelstein und Friedman. Also für Sie ist mehr Mediation viel mehr als nur eine Technik oder, sag ich mal, ein klar definierter Prozess. Und wir haben ja auch ein kleines Videobeispiel mit Himmelstein in Heidelberg. Ich weiß nicht, ob Sie noch ein einführendes Wort dazu haben, wie Sie. Sie waren in Heidelberg nicht dabei, Sie haben ihn ja in Leipzig erlebt, haben auch vorhin gerade berichtet. Oder ob wir ja, damit beitreten sollen. Sehr gerne. Er ist ja auch regelmäßiger Lehrer und Ausbilder bei Lis Ripke im Heidelberger Mediationsinstitut. Und ich glaube, was die Stärke ist, wir werden es in diesem Clip gleich nochmal sehen, ist einfach, mit welch unglaublichem Empathie und mit welchem Mitgefühl er sozusagen versucht, die Ursachen, die Gründe des Konflikts bei den Medianten zu erforschen. Das heißt, er geht schon als Mediator auch in einer gewissen Weise proaktiv an die Medianten heran. Er versucht das auch, wir kommen vielleicht später nochmal darauf zurück, mit dem sogenannten Lupen, also mit diesem gegenseitigen Spiegeln, was habe ich verstanden, auf diesem Weg natürlich voranzuschreiten. Aber es ist immer, immer, und das merkt man bei ihm auch, getragen von einer unglaublichen Achtsamkeit. Und das versucht er auch zu vermitteln als wichtige Haltung der Mediatoren. Aber jetzt unser. Genau, wir schauen mal rein. Vielen Dank auch nach Heidelberg, dass wir dieses Video mit verwenden dürfen für unsere Lesung. Und ich denke, es spricht für sich. Sekunde an der Stelle. Ich muss hier gerade mal aus. Hier, wunderbar. This evolution of what mediation is and how it will go on will be evolving for many, many, many years. And there are many things now that are called mediation in the United States that feel much more like arbitration, where the mediator has much, much power and wants much, much power. The reason the Titanic sunk was what was under the iceberg. The analogy is to conflict. There is much, much, much inside the inner life of conflict that keeps the conflict going, sometimes for years, and sometimes for generations, and sometimes even for centuries. And it's that what's under the conflict, the inner life of conflict, that we're trying to explore here, or at least open the door. So there are layers on the inside of conflict. Very often, the stronger colors are on the outside, and the more softer, more tender colors are deeply underneath, hidden. So if Gunther and I have a conflict, I do not want to show vulnerability, and probably not sadness either. I'm right, he's wrong. And I don't just say that, I feel that. When you look at the inner life of conflict, there are, on the outside, harsher emotions, negative emotions, the deeper emotions, the fear, the longing, possibly the compassion, are usually hidden. And many approaches to mediation, and certainly approaches to law and law-based arbitration, you're supposed to keep them hidden. So if Ingrid is in the court, Tomas is the lawyer, and I'm the judge, and Ingrid starts to cry, Tomas would go outside and talk to your client. We don't want deep vulnerability. It doesn't have a place. So the temptation, the natural temptation,
is that's a difficult world to enter. It's a difficult world to invite people to enter. They could be hurt. They could be exposed in ways that they will regret or they will suffer outside. This is a journey, if you want to take this journey with the parties or with yourself, that needs to be approached with care, with caution, with tenderness, with respect. And for me, the promise is there to approach it. It's the promise of mediation, is that we as people can deal with our conflicts on a deeper level. Ja. Vielleicht noch. Ich denke, es war eine Ergänzung, ja? Eine kleine Ergänzung dazu. Das, was Jack hier noch einmal angesprochen hat, ist tatsächlich auch für die Mediatoren immer eine große Herausforderung. Und man könnte natürlich fragen, wollen überhaupt die Medianten, je nach Fall, so tief einsteigen? Wollen sie tatsächlich ihren Schmerz, ihre Trauer, ihre Furcht und ihren Ärger beschreiben? Aber so nach der Erfahrung von Jack und Gary zu urteilen, wenn Medianten tatsächlich erkennen, mit welcher Behutsamkeit, mit welcher Achtsamkeit vorgegangen wird, mit welchem Respekt, und wenn sie darin auch eine Chance sehen, und das ist natürlich auch die Botschaft des Mediators, dass eine Lösung in Sicht ist, wenn ich das verstehe, und zwar gegenseitig verstehe, wenn beide Medianten tatsächlich einmal es schaffen, die Position des Gegenübers zu verstehen, da komme ich ganz erstaunlich zu wirklich guten Lösungsansätzen. Das ist, ich bezeichne es immer so ein bisschen das kleine Wunder der Mediation. Mhm. Nachdem wir jetzt schon Himmelstein kennenlernen durften, wäre mein Vorschlag an der Stelle, auch nochmal einen Videoclip mit Friedman einzublenden. Angesichts der Zeit daheim wäre mein Vorschlag vielleicht dann doch erstmal 2 Minuten. Vielleicht können wir im Nachgang ja nochmal einen Link zur Verfügung stellen für den kleinen Clip. Und ich denke, er gibt nochmal einen Einblick auch so in die Vita von Gary Friedman. Gerne. You know, when I started to mediate, I actually didn't use the word mediation for years. So I didn't have the problem that people often have now, is trying to figure out which way to mediate. I was really trying to follow some impulse that I knew was deep inside me. The truest stance for me in relationship to conflict, where I feel I can be most helpful to people, is not being on one side or the other, especially against, for one and against the other, but being between, and to see if I can put myself into the middle of the fire with them, that I can help them take them through the fire, and that also heals something in me from my own life. There is nothing that says we have to do it the way the law says. Okay, so let's just stop at this moment. And Steve, you know, I was brought up to be a lawyer. Lawyering was deep in my blood and veins. When I felt, after practicing law as a litigator for a number of years, that there was a kind of incompatibility between what I believed and the way that I was being as a lawyer, I had to stop. When I found this way of working, I felt like, oh, well, this is me. The understanding-based model came actually out of practice. I would do something, and then I would have a conversation with Jack, and then he would explain, this is what you've done, theory number one. Then we would try it out, and the next time I would mediate, I would have that idea clearer in my head, why I had done what I'd done in the last session. And then I'd try that, and I said, well, that didn't quite work either.
it was that kind of interactive experience with him. And actually, that's at the heart of all of our teaching. We really don't think people learn as well through didaction as they do through interaction. It's how we work together with each other, and it's how we work with people in the programs. Nein. Ja, vielleicht gerade bis hierher an der Stelle. Ich habe jetzt einfach mal abgebrochen. Die Frage von Frau Knosch hat sich damit ja eigentlich auch schon erübrigt. Arbeiten die Autoren noch als Anwälte? Die Autoren arbeiten als Mediatoren. Also nicht mehr als Anwälte, wobei man natürlich sagen muss, es gibt Unterschiede zwischen unserem Rechtssystem und dem amerikanischen Rechtssystem. Und das kann man nicht so ganz eins zu eins vergleichen. Aber die beiden sind natürlich ausgebucht mit ihren Mediationstrainings, mit ihren Intensivseminaren und reisen da wirklich auf der ganzen Welt umher. Vielleicht noch mal ein Punkt zu dem, was Gary noch am Schluss sagte oder worauf er hinwies, dieses Interaktive. Das ist ja für die beiden auch immer ein ganz wichtiger Prozess, wenn die Medianten tatsächlich auch mal verstehen, wie wichtig es ist, ich sage jetzt mal, geloopt zu werden, nur ganz kurz. Loopen heißt ja, das läuft wie folgt ab. Der Mediant erzählt dem Mediator seine Version und der Mediator spiegelt ihm sozusagen, was er verstanden hat. Und ich glaube, dieser Prozess, der einsetzt, dieser Prozess, dass der Mediant sich zum ersten Mal wirklich gehört und auch verstanden fühlt, das ist ganz entscheidend. Und interessant auch, dass der Mitmediant, der andere, auf der einen Seite auch dann wieder mal sehen kann, hoppla, da gab es vielleicht noch Ergänzungsbedarf. Der Mediant hat seine Version zwar kommuniziert, aber beim Empfänger ist es doch etwas anders angekommen. Und daraus entwickelt sich dieser unglaubliche Prozess, dieses gegenseitigen Lernens und des Verstehens voneinander. Und das ist, glaube ich, eines der großen Geheimnisse von Jack und Gary. Ich sehe gerade, Herr Duss von Werth hat sich eingeschaltet aus der schönen Schweiz. Herzliche Grüße und schönen Abend. Ja, vielleicht, Sie hatten jetzt einiges über Kommunikation erzählt. Mein Eindruck ist doch so, dass Rechtliche ganz ad acta legen können, die beiden es doch nicht. Zumindest nimmt das Recht in dem Buch auch relativ viel Platz ein, auch über die Rolle der Anwälte wird gesprochen in dem Buch oder diskutiert. Und bevor wir dazu wieder eine kleine Einblendung haben von Herrn Mehler, haben wir eine kurze Umfrage vorbereitet für die Mediatorinnen und Mediatoren unter uns, wo wir Sie einfach bitten würden, sie an dieser Stelle mal zu beantworten, nämlich welche Rolle für Sie begleitende Anwälte in der Mediation spielen. Einerseits lehne ich kategorisch ab oder empfinde ich eher als störend, müssen nicht sein, können, müssen aber nicht hilfreich sein. Oder Sie sagen, begleitende Anwälte sind eine gute Unterstützung und ganz unerlässlich für mich und für meine Arbeit im Mediationsprozess. Und ich bitte Sie einfach mal jetzt anzuklicken. Und dann werde ich es gleich veröffentlichen. Ich sehe erstmal keine Änderungen. Ich denke, Sie müssten jetzt das Ergebnis auch sehen. Es spricht eine relativ eindeutige Sprache. Also können, müssen aber nicht hilfreich sein. 85%. Eine gute Unterstützung unerlässlich. 0%. Und einige unter den Zuhörern und Zuhörern lehnen es auch kategorisch ab, Anwälte in der Mediation, und empfinden sie eher als störend. Wunderbar. Ja. Wir haben dazu, ich würde jetzt empfehlen, Herr Heim, vielleicht gleich in den Videoclip von Herrn Mehler einzuschalten, wo Herr Dr. Mehler auch nochmal etwas zu den Rollen des Rechts bzw. des Anwalts in der Mediation erzählt oder berichtet. Dazu schalte ich wieder um. Eine Sekunde. Jens meint, dass das Recht... Auch das Recht. Da muss ich mal kurz zurückfahren, das war mein Fehler, Entschuldigung. Von
Gary Friedman und Jack Himmelstein haben wir insbesondere auch mitgenommen, dass Mediation ein informierter Konsens ist. Informierter Konsens meint, dass das Recht, auch das Recht, nicht ausgeschlossen ist, sondern einbezogen wird. Einbezogen wird in der Art und Weise, dass es dem Konsensverfahren dienlich ist. Gegenüber jedem Machtinstrument muss das Recht stärker sein und muss sich von dort aus der Macht gegenüber durchsetzen. Wenn ich das Konsensverfahren Mediation in den Blick nehme, dann dient das Recht und wir müssen uns fragen, inwieweit. Das bedeutet auch, dass die Parteien rechtlich aufgeklärt sind, wenn sie die Mediation machen. Manche sagen, das ist wie ein Fegefeuer, aber ein Fegefeuer, was in der Tat auch das hält, dass die Konfliktbearbeitung nachhaltig macht. Denn wenn ein Vertrag abweichen würde vom Gesetz und ich stelle das nachträglich fest, dann steht der Vertrag auf wackeligen Beinen. Und das bedeutet auch, dass wir als Mediatoren die beratenden Anwälte der Konfliktpartner als unsere Freunde betrachten, die wir gerne auch in das Verfahren mit einbeziehen. Diesen Aspekt insbesondere haben wir auch über Gary Friedman und Jack Himmelstein gelernt, denen dies eine selbstverständliche Form ist. Ja, ein ganz wichtiger Aspekt von Gary, auf den Sie auch immer wieder hinweisen, und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch dieses Buch. Sie können das auch sehr gut in den Dialogen und auch in den Fallkonstellationen miterleben. Sie ziehen sehr oft die Anwälte als Konfliktexperten mit ins Boot. Und Sie bitten auch die Mediatoren immer wieder in Ihren Vorträgen und Schulungen, bitte keine Konkurrenz aufbauen, bitte nicht polarisieren, so nach dem Motto, hier sind die Anwälte und dort sind wir Mediatoren, wir haben die bessere Methode. Denn das soll ja ein Angebot für die Medianten sein. Je nach Fall kann sich auch eine rechtliche, traditionelle Lösung anbieten, aber auch natürlich die Mediation. Und die Anwälte mit reinzunehmen, ja, mit ins Boot, die Anwälte wirklich begleitend als Konfliktexperten auch zu sehen, das ist eine ganz wichtige Botschaft von Jack und Gary, und da sind sie auch ziemlich innovativ, muss man sagen. Also einen sehr ressourcenorientierten Blick in Bezug auf Anwälte und das Recht in der Mediation und keine Opposition in diesem Sinne. Ja. Vielleicht an der Stelle auch mit Blick auf die Zeit, damit wir nachher noch einige Fragen haben. Gibt es auch noch, ja, kritische Gedanken von Frau Dr. Mehler zum Schluss? Auf der einen Seite liegt die Mediation ja, man kann schon sagen, denke ich, im Trend, wenn man mal guckt. Als Mehler, ist Ripke und andere die ersten Mediatoren nach Deutschland gebracht haben, aus den USA, ist keine 30 Jahre her. Wenn man sich jetzt mal die Entwicklung anguckt, war das doch schon ein Riesenfortschritt. Heute haben wir ein Mediationsgesetz und viele andere Dinge. Auf der anderen Seite macht sich Frau Dr. Mehler auch Gedanken über die weitere Entwicklung der Mediation und hat auch eine Sorge, dass vielleicht so dieser Boom auch zu einer gewissen Verflachung führen könnte. Vielleicht blenden wir uns erstmal ein und Sie können dazu ja noch was sagen. Sie waren ja mit dem Gespräch hier heim. Eine Sekunde. Es gibt noch einen ganz wichtigen Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Mediation hat ja weite Kreise gezogen und das ist gut so. Gleichzeitig ist es ein Schatz, wenn wir nach wie vor die Mediation so
leben, dass auch wirklich die tiefer liegenden Bedürfnisse Platz haben und angesprochen werden. Diese Vertiefung und diese wirkliche Schau, diese Haltung, die da verbunden ist mit dieser Methode, die wir von Gary Fit und Jack Himmelstein gelernt haben, die möge vor einer Verflachung bewahrt bleiben. Denn es ist ganz normal, dass Dinge, die sich ausbreiten, auch in die Breite gehen. Und da wünsche ich uns allen durch das Buch, was möglichst weite Kreise ziehen soll, eine weiterhin ganz vertiefte Sicht der Mediation. Ja, wir haben einen schnelleren Zug noch. Das ist wirklich eine Bitte, sowohl natürlich von Jack und Gary als auch von Herrn und Frau Dr. Miller. Qualität, Qualität, Qualität. Also wirklich in der Ausbildung als auch in der tatsächlichen Umsetzung, in der Anwendung des Verfahrens. Es liegen so viele Potenziale, so viele Möglichkeiten in der Mediation. Und ich kann nur empfehlen, natürlich aus gutem Grunde, schauen Sie in dieses Buch rein, verfolgen Sie diese Dialoge, verfolgen Sie diese Kraft und diese Tiefe, die in diesem Mediationsmodell, diesem verstehensbasierten Modell, auch diese Wärme, diese Menschlichkeit von Jack und Gary liegen. Und Sie können mit Sicherheit davon viel lernen, da viel profitieren. Ich habe es auch getan. Wunderbar. Vielleicht gerade an der Stelle würde ich mal vorschlagen, dass wir einfach den Leserinnen und Lesern nochmal oder Zuhörerinnen und Zuhörern die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich sehe schon, es geben einige Fragen ein, der Herr Bauch unter anderem. Und oder auch nicht, gerade wieder verschwunden. Sodass wir gleich darauf nochmal mit eingehen können. Interessant ist, Sie sprachen ja gerade Qualität an. So habe ich ja doch schon so auch erlebt, dass die Amerikaner da zum Teil ganz pragmatisch an die Sache rangehen, auch was Ausbildung anbelangt und dergleichen. Ja, also ich habe von Jack erfahren, da war ich also auch ziemlich erstaunt, dass die durchschnittliche Ausbildungsdauer tatsächlich in den USA so um die 40 Stunden beträgt für Mediatoren. Da sind wir Gott sei Dank meilenweit davon entfernt. Und das ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Trend in die andere Richtung in den USA. Da wird ja auch sehr viel der sogenannte Caucus befürwortet, das heißt Einzelgespräche. Ja. Unter dem Motto schnelle, zeitgünstige und natürlich kostengünstige Lösungen. Und diese Entwicklung bedauern natürlich Jack und Gary, weil sie mit der Begründung, die man hier im Buch nachlesen kann, weil den Medianten da wirklich viel entgeht und auch den Mediatoren, nämlich nachhaltige Lösungen durch ein gegenseitiges Verstehen zu erreichen. Und das ist tatsächlich nur im gegenseitigen Kontakt, in der Anwesenheit beider Medianten, in der Begleitung dieses Prozesses mit den oder den Mediatoren möglich. Daran knüpft gerade auch die zweite Frage an, die ich hier sehe. Wo sehen Sie Unterschiede zwischen Deutschland und den USA? Und werden in den USA mehr Mediatoren eingesetzt? Das ist ja immer das Bild, was wir als Europäer haben. Ja, drüben ist das Paradies für Mediatoren schlechthin. Ist das tatsächlich so? Wie haben Sie es erlebt, auch im Gespräch mit Himmelstein? Also, das muss man tatsächlich sagen, in den USA, nachdem der Prozess ja dort in den 70er Jahren schon angefangen hat, ist tatsächlich das, was Frau Dr. Mähler beschrieben hat, so eine gewisse Verflachung festzustellen. Es geht mehr in die Breite. Es sind tatsächlich überwiegend Einzelmediationen, also Caucus, man würde bei uns sagen Shuttle-Mediationen. Der Mediator rennt also sozusagen in Anführungszeichen von Tür zu Tür und bereitet Lösungen vor. Das ist ganz und gar nicht im Sinne jetzt auch von Jack und Gary. Und interessanterweise sagen sie, wenn wir die Mediationsentwicklung in Deutschland, in den Dachländern, in den europäischen Ländern betrachten, wir wären viel weiter. Wir hätten weitaus höhere Qualität, auch höhere Standards, als sich das so in der Mediationsszene der letzten Jahre in den USA entwickelt hat. Also wir sind gar nicht so, brauchen uns nicht, sag ich mal, verstecken von den Amerikanern. Wir haben hier eine konkrete Frage auch von Frau Buschendorf Schaar, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Aus welchem Bereich kommen denn die Mediatoren, beziehungsweise welche
woher kommen auch die Fallbeispiele in dem Buch? Aus dem Scheidungsbereich, Unternehmensbereich? Das ist natürlich nochmal eine ganz wichtige Frage. Ja, also die Fälle sind natürlich vorwiegend aus dem Bereich der Unternehmensmediation, der Wirtschaftsmediation, aber auch im Bereich der Nachbarmediation, auch persönliche Konflikte werden dort geschildert. Ich glaube, das ist so ein wirklich repräsentative Übersicht über alle möglichen Varianten von Konstellationen. Interessant übrigens auch, die Fälle sind zum Teil auch mit sehr langen Dialogen unterlegt von Jack und Gary, und daraus lassen sich auch immer so, ich würde mal sagen, auf andere Konstellationen Beispiele übertragen. Noch gleich zur Frage, weil ich es unten lese, ob es in den USA zertifizierte Mediatoren gibt. Meines Wissens im Sinne einer Zertifizierung, wie sie bei uns jetzt geplant ist. Ich hoffe ja auch, dass jetzt bald mal die Verordnung kommt, die fürs nächste Jahr ansteht, gibt es meines Erachtens nicht. Vor allem, weil ja auch die Zeitdauer, also sage ich mal, dieses Level, das wir kennen, dort leider noch nicht so verbreitet ist. Ich meine, mit 40 Stunden, das ist natürlich schon ein bisschen, würde ich mal sagen, naja. Für uns Europäer wäre das eine Schnellbesolung, oder für uns Deutsche, aber vielleicht Learning by Doing, die Praxis ist der beste Lehrmeister. Ja, mit Sicherheit. Also auch gerade aus der Sicht der Anwaltschaft, man muss sich natürlich umstellen, wenn man aus der Beratungsecke kommt, das habe ich also auch gemerkt, um diese Haltung zu erreichen. Aber es ist ein langer Prozess, ganz klar. Ja, und zum Buch, ich denke, es ist, sag ich mal, ein guter Querschnitt. Das heißt, man kann das lesen, wenn man aus der Familie kommt, genauso wenn man im Unternehmens- oder Nachbarschaftsbereich tätig ist, so habe ich das verstanden. Also es ist kein ausgesprochenes Buch jetzt nur für Wirtschaftsmediatoren oder Unternehmensmediatoren, sondern es hat eine ganze Bandbreite von verschiedenen Konflikten, die dort aufgezeichnet werden. Und wie gesagt, die Stärke des Buchs lebt meines Erachtens aus den Dialogen. Jack und Gary lassen sich tatsächlich als begnadete und seit über 30 Jahren erfahrene Mediatoren über ihre Schulter blicken. Ja. Wunderbar, gibt es noch weitere Fragen? Ich sehe es erstmal gerade im Forum nicht. Dann denke ich, wir liegen auch perfekt in der Zeit, Herr Halm. Möchte ich mich recht herzlich bedanken für die heutige Lesung, für die Mühen, die Sie sich gemacht haben, die Videoclips aufzuzeichnen, in München das Gespräch zu suchen und auch die Unterlagen von Himmelstein und Friedman zusammenzusuchen und gemeinsam mit uns die Lesung vorzubereiten. Ganz herzlichen Dank an Sie und auch an den Wolfgang Metzner Verlag und Frau Metzner für die Unterstützung, an das Ehepaar Mehler ebenfalls und alle diejenigen, die an dem Buch weitergearbeitet oder an dem Buch gearbeitet haben. Ich klicke jetzt mal auf die letzte Folie, da müssten wir uns dann wieder kurz, nein, wir bleiben in diesem Fall mit drin. Auch ich darf ein kurzes Schlusswort, weil es mir wirklich ein Anliegen auch ist, mich nicht nur jetzt bei Jack und Gary für diese wunderbaren Begegnungen und für die Erfahrungen, die ich von ihnen lernen durfte, aufsammeln durfte, bedanken, sondern insbesondere natürlich auch an Liz Ripke und an das Ehepaar Mähler. Und vor allem, muss ich sagen, an Conny Leibinger, mit der ich wirklich über viele Stunden, über viele Tage hinweg versucht habe, diesen Spirit, diesen Gedanken, diese Idee, dieses Modell, dieses Verfahrensmodell von Jack und Gary zu übersetzen, ins Deutsche zu bringen. Herzlichen Dank nochmal auch an alle Zuhörer, Zuseher. Und jetzt mal schon von meiner Seite, kommen Sie vorbei, besuchen Sie uns auf Mediation Aktuell, auf unserer Plattform im Wolfgang Metzner Verlag. Wir werden auch aus dem Buch noch einmal einzelne Beispiele darstellen. Wir werden das nach und nach ergänzen mit kleinen Artikeln, sodass wir also auch wirklich versuchen, auf Ihre Fragen auch einzugehen und noch mehr Beispiele dann zu bringen. Ein schönes Weihnachtsfest bei dieser Gelegenheit, einen guten Rutsch ins neue Jahr und herzlichen Dank auch an den Mediatoren-Shop, an Frau und Herrn Böhm. Es hat viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank. Das gebe ich gerne zurück. Von unserer Seite noch ein kleiner Hinweis, wer uns nicht nur virtuell erleben will, sondern auch tatsächlich persönlich, und ich denke auch den Wolfgang Metzner Verlag, sie werden auch wieder mit dabei sein auf den internationalen Mediationstagen. Da
von Dach e.V. in Hamburg im Februar. Anita, genau, bei Anita von Hertel. Schöne Veranstaltung mit einem tollen Ball im Anschluss, also Mediationsball. Und gleich eine Woche später, sehr komprimiert diesmal, der Mediationskongress in Jena, der Deutsche Mediationstag. Also gleich eine Woche später, wer es nicht nach Hamburg schafft, schafft es vielleicht nach Jena oder umgekehrt. Wenn Sie wollen, Sie können, Sie sehen das jetzt unten links auch, einige Dokumente runterladen, klicken Sie einfach drauf, eine kleine Leseprobe, die Einladung zu den Mediationstagen, auch die PowerPoint-Folie mit den Links, die wir hier verwendet haben, stehen also gerne an der Stelle Ihrer Verfügung. Ansonsten freuen wir uns auf die nächste Lesung. Genauer Termin steht noch nicht fest, wird Ende Januar, Anfang Februar sein. Angesichts der Kongresse steht auch einiges an Arbeit an. Wir wünschen von unserer Seite Ihnen jedenfalls auch eine schöne besinnliche Adventszeit, gesegnete Weihnachten und kommen Sie gesund ins Jahr 2014 und wir freuen uns dann auf ein Wiedersehen. Wir lassen jetzt den Chat auch noch parallel ein bisschen laufen, das heißt, wenn Sie jetzt noch Fragen haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Ich habe übrigens gerade heute zufällig gelesen, dass Jack Himmelstein im Mai, glaube ich, ein Seminar halten wird in Hamburg oder Ahrensburg. Also kommen Sie mal vorbei auf Mediation aktuell, da steht Näheres drin. Ich kann es jedem nur wirklich empfehlen. Es ist ein unglaubliches Erlebnis, die beiden zu erleben. Genau, gucken Sie da nochmal. Vielleicht, bevor ich es vergesse, auch nur schwer zu erkennen auf der Folie, besten Dank auch nochmal an Veronika Krantke und Susanne Lempke. Ich weiß nicht, ob sie heute mit dabei waren. Das sind beides Redakteurinnen, Radiosprecherinnen, die uns hier bei dem Format seit einiger Zeit begleiten und wertvolle Hinweise und Tipps geben, sodass wir uns mit Erfolg weiterentwickeln und verbessern. Wir wollen ja nicht stehen bleiben. Wunderbar. Es gibt ja auch noch Online- bzw. Download-Angebote auf der linken Seite. Da können Sie sich ein bisschen Lese tummeln und sehen, was es alles Schönes gibt in diesem Buch. Wunderbar. Ja, dann vielen Dank und bis in Kürze, Herr Heim. Wunderbar.